Ich zeige dir heute, wie du die neue Akkordspur in Logic Pro mit deinen eigenen Chord Progressions füttern kannst. Das ist nämlich die Frage, die ich am meisten zu Logic Pro 11 gestellt bekommen habe. Hey Martin, die neue Akkordspur, die ist ja super, aber gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich hier schnell eigene Chord Progressions in diese Akkordspur reinziehe und dass die Session-Musiker dieser dann folgen? Das funktioniert leider noch nicht. Ich habe jetzt aber gestern einen Workaround gefunden, und zwar wird das in Logic Pro 11 ebenfalls neue interne MIDI-Routing, und das kommt dem zumindest sehr nahe. Ich zeige dir, was ich meine. Ich habe also hier Chord Progressions, die ich eingespielt habe, und jetzt nochmal die Frage ist: Hey, ist es nicht möglich, dass ich das hier hochziehen kann und die Akkordspur hat dann sofort diese Akkorde, kann die analysieren und die Session Player folgen direkt? Das geht also leider nicht. Wir hören uns mal die Akkorde hier kurz an. Und so weiter. Ich weiß jetzt diese Akkorde nicht. Das kommt ja noch dazu. Wenn du jetzt also nicht weißt, was das für Akkorde sind, ist es natürlich unglaublich schwierig. Dann musst du jetzt hier in den Piano Roll Editor, du zeichnest das hier an, und dann zeigt er hier C Major 7, dann zeigt er das hier an. Dann könntest du jetzt hier über den Chord Track eine neue Chordspur erstellen und kannst das mühselig eintragen. Aber das dauert ewig. Und deswegen kommen wir jetzt zum Hack. Und zwar legen wir uns dafür zunächst mal eine leere neue MIDI-Spur an. Ich lade da jetzt kein Instrument drauf, und diese neue MIDI-Spur nenne ich jetzt einfach mal Chord Helper. Ich ziehe die mal hier oben hin, und jetzt kommt der Trick. Jetzt müssen wir hier auf das neue interne MIDI-Routing gehen, und zwar auf der Chord Helper-Spur. Und zwar hast du hier neu MIDI in Intern. Und was ich jetzt hier auswähle beim MIDI in Intern für meine Chord Helper-Spur, also eine leere Spur ohne Instrument, ist meine Keyboards. Ja? Und die heißen hier Chords, ein Alchemy-Instrument. Die lade ich jetzt hier rein. In Schritt Nummer 2 legen wir uns jetzt eine Akkordspur an. Ich gehe hier einfach auf Plus. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass du musst zunächst mal noch keine Akkorde eintragen, du musst sie nur hier schneiden. Und zwar da, wo unten, wo er die Akkorde wechselt. Hier und hier und hier. Das lösche ich jetzt mal wieder, weil das sind genau die gleichen Akkorde, die kopiere ich nachher dann rüber. Und das gleiche mache ich jetzt hier auch wieder. Ich gehe hier also auf Plus, trage noch keine Akkorde an. Ich möchte nur hier jetzt schneiden, wo später die Akkordwechsel kommen. Du kannst das mit dem Scherenwerkzeug machen, genauso wie bei Region auch. Ich mache es hier über meinen Tastaturkurzbefehl, den ich mir fürs Schneiden angelegt habe. Auch das ist wieder hier eine Wiederholung der Chords. Und das mache ich jetzt kurz für den Chorus auch noch. Gut, ich bin fertig. Was du jetzt hier hinten siehst, hier wechselt er zu jeden, auf jede Viertel. Das wird nachher mit dieser Methode ein bisschen schwierig, aber das machen wir manuell. Okay, wir haben jetzt also unsere Chords hier eingetragen, und jetzt kommt der Clou an der Sache. Wenn du jetzt hier einen neuen Akkord eingeben möchtest, kannst du das ja entweder hier über die Akkordspur machen, oder du kannst es manuell einfach eintippen. Oder du kannst MIDI-Input wählen. Das bedeutet, du kannst mit dem MIDI-Keyboard diese Spuren einspielen, diese Akkorde einspielen. Ja, das heißt, ich könnte jetzt diese Akkorde natürlich einfach mühselig einspielen. Wenn das aber jetzt eine Chord Progression ist, die nicht von mir ist, oder ich weiß die Akkorde einfach nicht, ja, weil ich mich mit Akkorden nicht so gut auskenne, dann wird es schwierig. Und jetzt kommt der Clou. Und zwar wähle ich jetzt hier MIDI Input aus. Schau mal, ich bin hier auf der Chord Helper Spur. Die Chord Helper Spur wird gefüttert über das MIDI interne Routing von den Chords der Spur hier, meiner Alchemy Spur. Und wenn ich jetzt hier auf MIDI gehe, das ist jetzt der Clou, simuliere ich praktisch, dass ich diese Akkorde live einspiele. Und alles, was ich dann noch machen muss, ist, hier immer weiter zu klicken, wenn ein Akkord kommt. Okay? Das probieren wir jetzt aus. Ich gehe also jetzt hier drauf. Ich habe den Chord Helper Track als aktive Spur ausgewählt. Jetzt klicke ich hier drauf und gehe auf MIDI Input. Würde ich jetzt hier einen Akkord einspielen, ich habe mein MIDI Keyboard jetzt nicht angeschlossen, würde er den nehmen. Ich füttere aber ja diese Chord Helper Spur jetzt über mein Alchemy-Instrument und simuliere damit, also nochmal, dass ich das einspielen würde, und zwar in Echtzeit. Und jetzt muss ich einfach immer nur weiterklicken, wenn er einen Akkord wechselt. Und es funktioniert tatsächlich. Also legen wir los. Ist jetzt eine Wiederholung, jetzt muss ich nichts machen. Weiter.
Wiederholung. Und weiter geht's. Und jetzt, weiß nicht, ob es jetzt hier hinten auch geklappt hat. Ah, doch tatsächlich, er hat es genommen. Also ich habe schnell genug geklickt. Und jetzt habe ich hier meine Akkordspur drauf. Okay, ich muss jetzt hier einfach nur kopieren, ja, weil ich weiß ja, das hier sind jetzt die gleichen. Das mache ich über Command R. Das gleiche hier nochmals, auch eine Wiederholung, Cursor da setzen, wo ich die Wiederholung hin will. Und jetzt habe ich hier meine Akkordspuren von dieser Region hier praktisch geklaut. Ich kann den Chord Helper jetzt muten oder ja, ist ja eh nichts drauf. Oder ich könnte ihn jetzt auch wieder löschen. Mache ich jetzt mal gleich direkt. Und als Beweis jetzt ziehen wir jetzt mal den Keyboarder rein. Den Session Keyboarder, damit du auch hörst, damit dass das funktioniert. Nein, das wollte ich nicht. Dass das tatsächlich funktioniert. Und zwar nehmen wir den Session Keyboarder, tun ihn hier drunter. Lass ihn jetzt mal ja, Blockakkorde spielen. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Du siehst, er wird jetzt diese Akkorde hier spielen, die ich über die Chords eingegeben habe. Okay, hier hinten ist irgendwas ein bisschen holprig, vielleicht war da doch ein falscher Akkord, aber du hast das Prinzip begriffen, okay? Jetzt interessiert mich deine Meinung, hast du dafür schon einen Hack gefunden oder hilft dir das jetzt tatsächlich weiter? Habe ich den Mund jetzt zu voll genommen, dass das dieser geniale Chord-Track-Hack hier ist? Zumindest haben wir jetzt eine Option, um die Akkordspur mit eigenen Akkorden zu füttern. Falls dir dieser Tipp gefallen hat, falls du dir Logic Pro 11 gerade erst zugelegt hast oder von einer anderen DAW umgestiegen bist und du möchtest mehr solche Tipps haben, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst und wie du Logic Pro 11 für deine Bedürfnisse individualisierst und anpasst. Das ist ein PDF, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Ansonsten, falls du dich für weitere Videos interessierst zum Logic Pro 11 Update, dann empfehle ich dir diese Playlist, die habe ich jetzt schon vollgepackt mit 7 oder 8 Videos zu Logic Pro 11. Weitere werden folgen. Wie immer bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir im Moment immer noch viele Grüße aus Asien und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!